Niemand legt Bomben in meiner Stadt. Niemand. Alle verfügbaren Einheiten zum Ostkorb-Gebäude. Perimeter sichern und Evakuierung unterstützen. Uns wurden bewaffnete und gefährliche Feinde auf dem Gelände gemeldet. Nicht schon wieder. Ich muss schnell hin. Auch ich habe meine Grenzen. Wow, Oskorp sieht aus, als wäre eine Bombe explodiert. Oder ganz viele. Ich muss rausfinden, wer das war und sicherstellen, dass sie es nicht noch machen. Na super. Ich weiß, ihr Taskforce-Typen haltet mich für die Wiedergeburt von Al Capone, aber es gibt im Moment eine größere Gefahr. Der Kobold gab uns diese Panzerung, nachdem er uns aus Ravencroft rausgeholt hat. Wir arbeiten für ihn. Und er will dich. Tot oder lebendig. Achtung, Spoiler! Ich nehme Möglichkeit 1. Noch einer? Okay, ich weiß ja, wer irre ist, braucht keine Gründe. Aber ich kenne diesen Kobold nicht mal, von dem ihr immer redet. Aber der Boss kennt dich. Er bezahlt uns dafür, dich zu ihm zu bringen. Wenn es sein muss, in Einzelteilen. Man sagt, jeder sei der Held seiner eigenen Story. Aber komm, du kennst die Wahrheit. Ich hab Spaß. Du auch? Oh nein, ich hab doch nicht. Oh ja, ich hab. Das ist dieselbe Technik. Okay, jetzt hör mir mal zu, Handlanger Nummer 4. Ich will antworten. Deine Kumpel haben angedeutet, Harry Osborn wäre dieser Kobold. Aber er würde das nie mit seiner eigenen Firma tun. Du kennst den Boss wohl nicht so gut wie jeder andere. Denk mal nach, wenn er das mit Osborn macht, was macht er dann wohl mit dir? Wird dir gefallen? Naja, zumindest mir. Das hat Spaß gemacht. Das sieht nicht gut aus. Hier könnte alles einstürzen. Wenn da drin noch jemand lebt, muss ich ihn schnell rausholen. Spider-Man, bitte rette mich! Spidey, hilf mir! Danke. Ich dachte schon, es wäre um mich geschehen. Hilfe! Ich kriege keine Luft! Bei meinem Glück kriege ich noch Ärger fürs Rauchen in der Öffentlichkeit. Du bist ein echter Held, Spidey. Schnell! Gar keine Frage. Das nicht lange halten. Leben zu retten geht vor. Danke, Spider-Man. Ich schreibe dem Bugle, dass sie sich irren, was dich... Oh Gott, Harry Osborn, bist du das? Sieht das aus wie ich? Nein, Harry Osborn ist tot, dank dir. Jetzt gibt es nur noch den Kobold. Du konntest nicht warten, oder? Hast was anderes versucht. Richard Parker Spinnengift. Sieh her, ich bin ein neuer Mensch. Ich hab dich gewarnt, was passieren könnte. Sterbe, du Idiot. Was sollte ich denn sonst tun? Du hättest mich forschen lassen sollen. Nein, ab jetzt nehme ich mir, was ich will. Egal wen ich dafür töten muss. Thank you.
Eine tolle Art, auf den Allerwertesten zu fallen. Wenn du Hilfe willst, müssen wir nicht kämpfen. Ich tue, was ich kann, um dich zu heilen. Und mach mich wieder zu diesem weinerlichen Milchbubi. Ich denke nicht. Hör mir zu. Was du getan hast, betrifft nicht nur deinen Körper. Es hat auch deinen Verstand verdreht. Lass mich... Halt! Ich muss niemandem nirgends etwas erlauben. Das war mein altes Ich, das darauf gewartet hat, dass Danny kommt und alles gut macht. Du hast mir das nie getan. Aber das ist jetzt egal. Ich mache es jetzt selber wieder gut. Gut für mich. Nicht so gut für dich. Der mich stabil nennt. Aber ich muss zugeben, das ist eine ziemlich tief gehängte Messlatte. Es tut mir leid, was mit dir passiert ist, aber ich lasse nicht zu, dass du jemanden verletzt. Du sagst das, als hättest du hat mich im Stich gelassen. Peter hat mich im Stich gelassen. Du hast mich im Stich gelassen. Und jeder ist sich selbst der Nächste. Dein Vater hat dich im Stich gelassen, weil er damit besessen war, sein Leben zu verlängern, anstatt es zu leben. Mach nicht denselben Fehler. Das ist doch verrückt. Damit hilfst du niemandem, nicht mal dir selbst. Falsch. Ich analysiere jede deiner Bewegungen, deine Bio-Werte. Das würdest du sonst nie erlauben. Und das kann ich auch nicht mehr. Wär's mit einer Dance-Battle? Ich könnte etwas Action vertragen. Menschen, Harry. Sie haben Leben, Familien und Freunde, die sie lieben.
Nur weil du das nicht hattest, hast du kein Recht, es anderen wegzunehmen. Ich war doch alles egal! Warum soll ich mich um sie kümmern? Marshmallows dabei. Jeder sei der Held seiner eigenen Story. Aber komm, du kennst die Wahrheit. Es ist keine Lösung. Es ist der leichte Ausweg. Du glaubst, du hast es schwer? Menschen werden krank. Sie sterben überall auf der Welt. Manche an der gleichen Krankheit, die nicht dein Geld und deine Mittel haben. Vielleicht willst du nicht für dich kämpfen. Aber du schuldest es ihnen. Du wirst für deine Fehler gerade stehen und alles tun, um sie wieder gut zu machen. Das hat mich der beste Mann gelehrt, den ich je kannte.